Hallo Schalker. Hallo Abi. Hallo Schalker. Liebe Kia Autofreunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Abi Auto Talk. Hier wieder aus dem schönen Kia Sportage. Abi, hast du heute Morgen schon die Nachrichten geguckt? War eine ganz aktuelle Meldung, und zwar die Schalke haben den Lothar Matthäus endlich als Co-Trainer verpflichtet. Der wollte ja schon mal bei uns. Den Lothar Matthäus, ich schwöre, die haben ihn ins erweiterte Kader als Co-Trainer geholt. Ehrlich? Na, hast du schon auf den Kalender geguckt heute? April, mein Freund. Ach du Scheiße, du bist mir einer, ey. Du hast mich schon voll in die Panik gebracht hier. Für den Matthäus, oh, ich mach den Lothar ja, das ist kein schlechter. Aber dass sie den überhaupt gekriegt hätten. Der will doch eigentlich bei uns, der traut sich nur nicht so ganz. Ja, ja. Was ist denn mit deinem Bart? Der wird aber auch immer länger, ne? Ja, du weißt ja, wir haben ja beide gesagt, solange wie Schalke nicht verliert, lasse ich den jetzt mal wachsen. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen länger wird. Ja. Und ja, unsere Truppe muss Gas geben, dass ich den behalte. Ja, heute Nachmittag kommt die Bayer Werkself zu uns. Ja. Das wird sicherlich kein einfaches Spiel, zumal wir eine riesen Verletzliste haben. Jetzt hatten wir eine Woche Pause, konnten auch nicht die Leute genesen, um mal wieder ins Kader zu kommen. Also ich denke mal, das wird kein einfaches Spiel gegen die Leverkusener. Obwohl wir müssen punkten. Du hast vollkommen recht. Also das ist auch sicherlich eine sehr gute Mannschaft, und die hat sich auch die letzte Zeit wieder gefangen ein bisschen. Vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, also die können wir locker weghauen zu Hause. Jetzt haben sie sich ein bisschen gefangen, und vor allen Dingen aber auch nur zu Hause, weil sie haben wirklich gute Stürmer, sehr schnelle Stürmer. Und ich hoffe, ja, dass wir gegen die gut klarkommen. Aber wir haben natürlich auch das Problem mit dem Jens, der hinten rausfällt bei uns. Ich weiß jetzt nicht, wer spielen wird, was Reiß sich da einfallen lässt, aber der fährt auch sicher an jeder Ecke. Ja, das stimmt. Die schnellen Leute von Leverkusen, bei denen musst du ganz kurz dran sein und immer probieren, den sofort, bevor die am Ball kommen. Das haben wir ja in den letzten Spielen ja wirklich gut gemacht. Und was ich auch sagen muss, die Mannschaft hat Charakter bewiesen. Wir haben dann auch nach dem Rückstand, haben wir dann doch nochmal einen Ausgleich geschafft und haben zumindest einen Punkt geholt. Obwohl wir uns einig sind, die haben jetzt in den letzten Wochen alle gegen uns gespielt. Die haben alle unten gepunktet. Ja. Da reicht nicht nur ein Punkt. Nein. Da brauchen wir sicherlich heute drei Punkte. Da müssen du hast vollkommen recht. Ich habe das Spiel gestern auch Bochum gesehen in Frankfurt. Die Bochum haben mal wieder gekämpft bis zum Schluss, hätten eigentlich verlieren müssen von den Chancen von Frankfurt her. Aber die haben Glück gehabt und haben gekämpft bis zur letzten Minute und haben dann da auch wieder einen Punkt geholt. Also es ist schwer für uns. Wir dürfen also auf keinen Fall hier gegen Leverkusen verlieren. Ich persönlich glaube, dass die auswärts nicht so stark sind und dass wir die packen können. Ja, da müssen wir. Wir müssen die packen. Wie gesagt, die Punkte sind ganz wichtig für uns. Ja, so für Klassenerhalt. Ja, Abi, dann hoffe ich mal, dass wir heute Abend... Und welche nicht so viele rein jetzt noch mit deinem 1. April hier. Ja, aber du alle habe ich schon mal reingeschickt. Ja, aber ich habe schön reingehauen hier. So, aber dann hoffe ich mal, dass wir heute Abend keine Kopfschmerztabletten brauchen, sondern morgen früh was von Ratio Farm, wenn wir den Sieg gefeiert haben vom Bier. Das wäre super. Abi, dann wünsche ich uns ein schönes Spiel. Alles drei klar, Punkte. Junge. Und für uns Schalker wie immer nur der S04, meine Freunde. Glück auf. Glück auf.